So Leute, heute spreche ich mit euch über das etwas komisch klingende Wort Digital Illiteracy. Und Digital Illiteracy kann in Deutsch übersetzt werden wie mit die Kunst oder die Fähigkeit, mit neuen Technologien umzugehen. Ja, denn Internet ist ja nicht gerade neu, Internet gibt es ja schon etwas länger, aber alles, was durch das Internet entsteht, oder mit dem Internet in Verbindung genutzt werden kann, sei es jetzt zum Beispiel Blockchain-Technologie, ja? Oder Big Data, das Internet der Dinge. Ja, lauter solche Sachen werden in Zukunft einen wahnsinnigen Wert besitzen. Und alle Leute, die sich mit dem Thema Digital Illiteracy beschäftigen, werden in Zukunft sehr viel Geld verdienen und auch sehr frei in ihrer Entscheidung sein, was sie eben tun möchten. Und ich denke mal, in der Zukunft wird durch viele smarte Menschen das Leben sehr leicht werden. Und wir werden uns in einer gewissen Abhängigkeit, aber auch gleichzeitig einen großen ja, Glückseligkeit befinden. Und die Schere zwischen Arm und Reich wird zwar weit auseinanderklaffen, aber was daran gut sein wird, die Armen werden reicher, aber die Reichen werden extrem reich werden. Also die Schere klafft weit auseinander, aber es wird keine Armut mehr geben, wie wir sie heute kennen. Ja, und warum spreche ich über das Thema Digital Illiteracy? Nun ja, du siehst ja mittlerweile auch, dass viele Bildschirmablesejobs verschwinden. Also sei es der klassische Job im Reisebüro, der wird vielleicht noch ein paar Jahre existieren, aber dann sehe ich da keine große Zukunft mehr. Kartenkontrolleure, Leute, die Bestellungen in Schnellrestaurants entgegenbekommen, die werden heute schon zum Beispiel bei McDonald's von einem großen Touchscreen einfach überflüssig gemacht. Ein weiteres Beispiel sind Plattformen wie zum Beispiel Airbnb oder wie Uber. Uber kann man in Amerika Gott sei Dank nutzen, nicht wie in Deutschland. Ich halte diese Plattform für eine der genialsten Ideen der letzten 100 Jahre. Leute können für Geld ihr eigener Chef sein, ihr eigenes Taxiunternehmen besitzen. Ja, und du kannst in einer größeren Stadt überall von A nach B 24/7 fahren. Das ist genial. Aber du wirst auch sehen, dass momentan zwar die Menschen genutzt werden als Instanz, aber dass es in wenigen Jahren schon so sein wird, dass natürlich die Uber-Firma sich sehr, sehr mit Digital Illiteracy beschäftigt und Daisy, come on. Sich sehr mit Digital Illiteracy beschäftigt come on. Und die Instanz des Menschen überflüssig machen wird, einfach durch autonomes Fahren. Und du wirst sehen, wenn du dich damit selbst beschäftigst, mit Digital Illiteracy, wirst du einen wahnsinnigen Mehrwert für viele Menschen bieten. Und wenn du dich eben nicht damit beschäftigst, dann wirst du früher oder später vielleicht an eine Virtual Reality Brille, oh, ein Taxi, was seltenes Erlebnis, wirst du in die Virtual Reality Brille geschlossen, Magensonde rein, und dann kannst du natürlich auch deinen Spaß haben. Aber ich glaube, es wird geiler sein, eine neue Welt zu erschaffen, als abhängig zu sein von einigen wenigen Menschen. Und ich persönlich möchte einer der Menschen sein, die Welt neu gestaltet. Und deswegen beschäftige ich mich einfach mit diesen Themen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Und wenn dir das wirklich auch gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.